Hallo, Steve Wolf Games und herzlich willkommen zum Central Cup gegen den guten Jona. Und es geht um den Playoffs-Einzug. Ist mir relativ falsch. Mal gucken, wie das werden wird. Wenn wir ihn besiegen, kommen wir, glaube ich, in die Playoffs. Wenn nicht, dann nicht. Ist ja nicht so schlimm. Adkim Deck, Stalobor, Zidomega, Megatoss, Milotic, Elizard, Scorglide, Phinexus, Crumble, Litetsu, Chakum. Ich habe dabei das folgende Team: Manaphy mit Zackberry, Scarftrend, Scepter mit Worrisee, Toxic Set. Alla. Ich bin insane. Ich habe das Team einfach nicht zusammengeworfen. Ich wollte irgendwas gimmicky haben. SD, Discord mit Max Speed, Messspiel, was bomben kann. Und Airbloon, Terra, der vielleicht gewinnen könnte. Und wir gucken einfach mal, wie das werden wird. Let's go. Okay, das Ding ist halt, das Nice ist halt, Terra kann halt gegen Scorgle einfach subben und SD. Und das sieht richtig scary gegen ihn tatsächlich aus. Wenn er die Mega nicht kriegt, dann SD ich einfach dann bam, 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 bam. Und dann macht er zack, zack, zack und fertig. Aber mal gucken. ob das wirklich so passieren wird, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber ist okay. Dementsprechend, ich liebe mit TH Traum, weil er leider kein Fire Switch ist. Richtig nice. Machen wir das. Los geht's. Und gucken wir mal, was werden wird. Ich bin einfach, weiß ich nicht, ich habe gerade eben einen Kampf gemacht und lief nicht so gut, deswegen müssen wir da einmal ein bisschen. Wir haben ein bisschen getiltet, aber mal gucken. Weil mit Heal ist wieder in der Kamera, Fireblast, bam, 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 bam. Und ich muss jetzt einfach meine Energie, die ich habe, meinen Frust, den ich habe, einfach ausleben. Und dementsprechend machen wir das jetzt in einem schönen Central Cup Kampf. Und ich glaube halt auch, dass Gorgon muss gechippt werden, dann sieht halt Manaphy auch nice aus. Heal kommt ja nice, den können wir erstmal Fireblasten. Ich tue so, als würde ich lange überlegen, indem ich einfach kelke. Ich möchte einfach nur zeigen, dass gar. Und nee, wir würden dem ich schön den Kelk vorbereiten. Das Ding ist halt, wenn ich nämlich so tue, dass ich halt ewig lang brauche, dann würde ich denken, oh, guck mal, dieser Full Life Games, der hat sich mit allen Wassern gewaschen, der wird jetzt rauswechseln, weil er denkt, oh, guck mal, dieses Heal, das ist unbesiegbar. Und dann kommt einfach, zack, wait, ich habe keine Nicknames. Okay, Leute, ich habe diesen Kampf verloren, ich habe keine Nicknames. Das ist unglaublich. Okay. Ich glaube, das killt alle Healists. Oh, wait, never mind, Flashfall. Oh, so ein Roll. Egal, wir sind ein falsches Tier. Scheiß drauf. Das ist bulky. Okay, warte. Das ist AV, oder? Ich glaube schon, dass es AV ist. Heliolisk. Das muss AV sein. Weil er ist vielleicht ist er nicht Dry Skin. Okay. Okay, wir gehen in unser Gliscor. Weil wir kriegen halt unseren schönen Ayutin. Wir kriegen halt unseren Toxic auch. Und dann sind wir schön Toxic und Toxic ist Gliscor ist immer gut. Okay. Ja, keine Ahnung. Er hat U-Turn, das ist schon mal gut zu wissen. Ja gut, er geht in seinen Q-Rem-Black. Das ist jetzt die Frage, wir könnten jetzt... Ach nee, komm, wir gehen Messfield. Wir haben Messfield extra dafür dabei. Wir legen jetzt die Rocks, das ist ein Lefties, na... Wie viel macht der Eisbär? Warte, caken wir mal. Wir sind hier, wir können caken, wir caken auch und gucken wir mal. Ich glaube, er hat keine Hesse-Bumble dabei. Alter, was ist los? Wait, das macht gar nichts. Das ist probably Scarf-Cube oder was. 38 könnte Min sein. Ich Eisbeam und dann gehe ich, glaube ich, in... Ich liebe dieses Game. Ich glaube, er ist Scarf. Keine Ahnung. Ich liebe dieses Game. Also stell dir mal vor, wir hätten Rocks. I guess, ja, klar, jetzt T-Fog, aber trotzdem, das ist ein bisschen kacke. Na gut, wir müssen einen Train gewinnen jetzt. Ja, und er ist nicht Scarf. Und das ist halt kacke. Egal, wir kriegen jetzt halt einen Nestie, ne? Das ist immer ein was. Das sagt so richtig. Das sagt das richtig an. Ich meine, wir kriegen den Kill, ne? Wait, das poppt den Balloon. Ich dachte, das würde nicht den Balloon poppen! Nein! Egal, das meldet eh nicht. Wir sind auf plus 2 und wir sind am Sub. Ihr wisst gar nicht, wie tiltet ich gerade schon wieder bin. Es ist unglaublich. Aber er ist nicht Scarf. Das heißt, hey, vielleicht machen wir ja Progress oder so. Mal gucken. Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Throw kommt rein. Ja, den Throw mal halt mal in die CC rein. Der macht genug. Ja, der Circle Throat. Ja, der kann missen, oder? 90. Wisst ihr was? Ganz genau. Was erlaubte sich auch einfach inaccurate Moves gegen mich zu zocken, sind wir mal ehrlich. Also der kann sich gar nicht beschweren, der hat mein Vesprit gefreezed, das war alles verdient. Ich weiß nicht, ich habe Voice Kip, ich probably nicht, würde ich mal sagen, mit Heliolisk, weil sonst ist das jetzt ein Playback, keine Ahnung. Krieg halt jetzt einen zweiten Kill, das ist halt gut. Terra macht auf jeden Fall Workout, ein paar Mons raus, die ich weghaben möchte, das ist schon mal nice, Wenn er so Go-Goat weghaut, das wäre schon mal nice oder so. Gleich kommt rein, den edgen wir auf jeden Fall. Und die Edge Mist. Wir sind an dem Sinn eigentlich gar nicht. Brauchen wir Terra? Eigentlich schon, ja.
Gut, dann gehen wir den, der wird Jutin drücken. Jutin, okay, perfekt. Den Dragon Pulse sind wir jetzt einfach scheiß drauf. Wir gehen den Go-Gold, perfekt. Kriegen den Dragon Pulse ab. Das macht viel, wir sind modest. Macht gar nichts, ist okay. Probably AV oder so, aber ich möchte den Egadamage haben, deswegen Toxiken wir, dann kriegt er kontinuierlichen Schaden. Richtig, Milk Drink, perfekt. Was will der eigentlich gegen mich machen, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich drücke jetzt aber mit Dragon Pulse. Wir gewinnen halt das 1v1 außer Heal Bell oder so. Oh, das ist halt ein Eis, kriegt nochmal Dragon Pulse Damage, ist halt jetzt gechippt, bam, EQ macht er, okay, EQ ist sein bester Move, ja, dann würde er jetzt sterben. Nice. Das heißt, sein Go-Go, das geht Damage, also zumindest low. Und ich glaube, wir können gegen sowas wie Qum einfach ein Setup oder so einen Taylor kriegen und so, glaube ich, versuchen zu gewinnen oder so, wenn wir einen Celebrate kriegen. Keine Ahnung, machen wir das mal so. Ja, EQ und das Ding ist down, das ist nice. So, auf Wiedersehen, Go-Goat. Du bist nicht der Goat. Ich bin pissed, Leute. Pidgeot. Okay, wir könnten den, das, ja, guck mal. Das Ding ist halt, wenn wir den jetzt, Dragon Pulsen ist halt low und low und low ist Pidgeot, ist wichtig. Sceptile ist aber auch noch ziemlich, wisst ihr was? Manchmal ist das eigentlich scheißegal. Manchmal ist es einfach einem scheißegal. Ist mir jetzt auch sowas von egal. Der ist jetzt halt threatening, wir haben halt immer noch Gliscor, der kann ihn halt immer noch besiegen, das ist alles okay. Ich überlege gerade, ob bin ich der Play einfach ist, in mein Manaphy zu gehen. Eigentlich nicht, weil er mit Hurricane mich nicht in die Range bringt, ne? Deswegen muss ich eigentlich in Gliscor gehen. Eigentlich war das ein richtiger Bad Play, bin ich bad? Bin ich bad? Ja, ich bin bad. Okay, wer ist die? Ich krieg noch mein Setup, was ich haben möchte. Alles okay. Geht jetzt eben sein Gleiger und ich kriege ihn als die. Alles andere wäre Non-Play. Das ist ein Speed-Tie. Gut, dann kriege ich meinen Taglow. So, hoffentlich haben wir gewonnen. Ja. Der ist nicht Scarf, sollte nicht sein. Wenn doch, dann ist halt Game Over. Ja, okay, never mind. Wir haben gewonnen. Puh. Oh, wir sind in den Playoffs. Ich weiß nicht, das war irgendwie so ein Game, wo ich mir gedacht habe, wo ich mir einfach denke, so. Das. Keine Ahnung. Es war einfach ein weirdes Game. Einfach ein komplett komisches Game. Wo man einfach am Ende mit Mana viel cleaner sich einfach denkt, Alter, scheiß auf dieses Spiel. Scheiß auf. Gerade ist so die große Monster-Depression. Egal, wir haben das gewonnen. Wir haben mit Mana viel gecheatet. Alter, das war aber close. Holy shit. Gerade so ein Celebration. Aber ganz ehrlich, das passiert, wenn man Fusion Ball drückt. Das passiert halt einfach, wenn man sich dann, guck mal, wir gewinnen den Speeder. Nice, guck mal, wir gewinnen den Speeder. Scheißegal, dann holen wir uns einfach den Sieg dadurch. Wenn du den Speeder gewinnst, wenn du einen Freeze kriegen willst, dann Taglon wir halt und wir gewinnen. Zugegeben, das mit Terra war auch lucky. Aber auch wieder unlucky, wir haben die Edge gemacht, dementsprechend. Genau. Aber eigentlich war das nicht gemeldet, sind wir ehrlich. Was bringt mir Edge hin? Gar nichts. Ja. Egal, wir haben das Game gewonnen und sind in den Playoffs. Ich will einfach. Will ich in den Playoffs sein? Wir stehen auf jeden Fall 4-3, glaube ich, jetzt. Wir holen uns den Win. Ich glaube, ja, 3, ja, ne, guck, absolut Wodka kann es da nicht mehr einholen. Vielleicht kommen wir noch. Also guck mal, der. Aber ich glaube, nee, von der Differenz ist der immer noch über uns. Was traurig ist. Warum stehen wir so schlecht? 4-3. Ich meine, das Team ist kacke, muss ich zugeben. Aber. Ich zocke einfach Parfi Ordoch oder so am Ende in den Playoffs und dann gucken wir mal. Okay, aber das ist meine Salty Mons Phase und ich denke einfach mal, ich muss mir für ein bisschen abregen. Es ist einfach gerade auch ein bisschen was passiert, weil zuvor, falls ihr das Video gesehen habt, kam der Kampf gegen Lorenz, danach war noch ein bisschen Diskussion mit meinem Manager und das ist halt manchmal so, wenn man keine Ahnung hat, dann bitte einfach mal. Nicht einen Spieler, der schon verloren hat, einfach mal triggern mit irgendwelchen Sachen, die nicht stimmen. Man kann mich gerne kritisieren. So, wenn ich eine Missplay mache, sehe ich das auch ein. Wenn du einen guten Grund dahinter hast, wenn du sagst, warum es falsch ist, bin ich komplett dahinter. Dass ich nicht Dragon Pulse gegen Pidgeot, probably korrekt, kannst du mich für freunden, bin ich komplett bei dir, ist vollkommen okay. Aber das muss schon richtig sein. Und wisst ihr was, Pokémon ist manchmal halt so eine Seelsorge. Manchmal ist Video machen so eine Seelsorge. Und ich glaube, durch den Kampf habe ich irgendwie ein bisschen schon alles rausgeholt. Was war das für ein Healer? Ich glaube, der war einfach nicht. Warum sollte der nicht Dry Skin sein? Das ist probably wirklich AV. Ja, war gut, das war gut. Dann ups, und dann der Freeze, und dann ups, keine Rocks. Ah, Rocks wären schon nice gewesen, ne? Und FTs, und dann, I guess. Okay, das war auch, you know.
Da war Bullshit. Ja, gut. Aber egal, wir haben zurückgeholt. Ich meine, Laune war kacke. Aber auch wenn man eine schlechte Laune hat, weiß man auch, wie man einen Gameplay hat, wie man gewinnt. Und deswegen habe ich mal dafür gewonnen. Und deswegen würde ich mal sagen, hau mal rein. Bis dann. Und bis zum nächsten Kampf. Bis dann. Und ciao.